Holla, Nanna Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen. Und heute gibt es hier nochmal eine ganz grundlegende Definition des Matriarchats. Das Matriarchat ist nicht dasselbe wie das Patriarchat, nur mit umgedrehten Rollen. Es geht also nicht um Frauenherrschaft. Matriarchate sind egalitär. Das heißt, die Menschen dort sind wirklich gleichwertig. Sie leben friedlich zusammen. Sie können mit Konflikten umgehen. Sie können mit Aggressionen umgehen. Sie sind kooperativ. Die Menschen leben dort in Clans zusammen, die sich in der mütterlichen Linie organisieren. Und diese Gesellschaften, diese Gemeinschaften sind bedürfnisorientiert. Sie organisieren ihr Zusammenleben um diese Einheit Mutter-Kind herum. Und auf diese Art und Weise wird jedem Menschen ein guter Start ins Leben ermöglicht. Dadurch, dass diese frühkindlichen Traumata vermieden werden, also dass diese existenziell bedrohlichen Getrenntheitsgefühle gar nicht erst entstehen, sind diese Menschen imstande, wirklich vertrauensvoll zusammenzuleben. Zusammenzuleben mit den anderen Menschen, mit dem Leben an sich, mit allen Wesenheiten um sich her. Ja. Im Matriarchat, da wird eigentlich das, was im Patriarchat so auf dem Kopf steht, das wird wieder auf die Füße gestellt. So hat es Claudia von Werloff mal ausgedrückt. Ja, warum benutzen wir diesen Begriff Matriarchat, wenn der doch so vielen so bitter aufstößt? Ja, das ist ja so. Viele gehen da gleich in eine Abwehrhaltung, sobald sie Matriarchat hören und denken, nun sollen, also Männer denken, nun sollen sie unterdrückt werden, Frauen denken, vielleicht sie sollen herrschen. Es gibt da bei uninformierten Menschen wirklich ganz, ganz, ganz viel Widerstand. Und das ist ja auch verständlich. Wenn wir wirklich denken, es bedeutet Frauenherrschaft, dann ist das natürlich nicht erstrebenswert. Wir wollen ja nicht die eine Herrschaft durch die andere ersetzen. Wir wollen eine egalitäre, hierarchie- und herrschaftsfreie Kultur. Zivilisation, ja, also Kultur ist das als Wort viel zu klein. Also das, was wir momentan als Zivilisation leben, hat sich überlebt. Wir brauchen also eine neue Zivilisation, wir brauchen eine neue große Erzählung. Dieser Begriff Matriarchat, der stößt vielen auf und der stößt aber auch viel an. Und das ist genau das Ding. Wenn man jetzt einen Begriff wie Gülanie oder Matrifokalität, die ja eigentlich ähnliche Dinge oder dasselbe beschreiben sollen, das sind aber künstliche Konstrukte, da ist man geneigt, da einfach so drüber wegzuhören. Während Matriarchat halt so ein Stachel im Fleische ist. Und das ist gar nicht so verkehrt. Ja? Weil die Leute, die sich davon so gepiekst fühlen, das sind ja auch meist die Leute, die sagen, also zum Beispiel so eine Haltung haben von, ich finde es super wichtig, dass wir ganz viel ändern, es muss alles geändert werden, aber ne, bitte lass mich in Ruhe. Ja? Also ich persönlich, meine persönlichen Überzeugungen und meine Verhaltensweisen, das ist schon, ich bin schon ganz okay so. Also da gibt es, ja, eine Scheu, da einfach mal hinzugucken und sich einzugestehen, auch natürlich habe ich auch Traumata erlitten. Sicher, ich bin ja ein Produkt dieser, Produkt ist kein schönes Wort, aber ich bin geprägt von dieser Kollektivpsychose, als die wir das Patriarchat ja auch beschreiben können. Genau, und das ist natürlich an keiner und an keinem von uns spurlos vorbeigegangen, sodass es einfach notwendig ist, für jede und jeden von uns da mal hinzugucken und da mal aufzuräumen. Das tut auch gar nicht weh. Also, vielleicht tut das manchmal weh, aber es tut nicht mehr weh, als immer wieder in denselben schmerzhaften Mustern gefangen zu bleiben. Also meine feste Überzeugung ist, dass es im Matriarchat bzw. in matriarchal inspirierten Strukturen wirklich ein besseres Leben für alle Menschen gibt. Auf, meine schönen Geschwister! Lasst uns mutig und vertrauensvoll ins Unbekannte schreiten mit einem Herz voll Liebe. Wir werden uns auf dem Weg erinnern. Holla!